Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin hier in Bibavia und möchte heute die Grünsteinumrandung machen. Und ich wünsche euch viel Spaß mit meinem neuen Video. Wow. Ja, wir befinden uns kurz vor der Abfahrt. Da vorne ist schon das Joch. Rechts von mir, das ist der sogenannte Höllkopf. Den lassen wir jetzt einfach links liegen. Schöne Eiskristalle hier. Ja. Und da vorne ist auch schon das Schild. So, die Felle sind wieder drauf. Jetzt geht's rauf zur Grünsteinscharte. Da oben, das ist die Grünsteinscharte. Schaut euch mal diesen schönen fluffigen Powder an. Die ersten sind schon fast oben. Ja, mit Hund sogar dabei. Nehmen wir weiter, ein kleines Stück noch. Oh.
Hier, das gibt es überhaupt nicht. Schaut euch mal die Aussicht an hier. Ist das nicht geil? Hier nebenan die Sonnenspitze, hinterer Drachenkopf, Grünstein, Grünstein Ostgrat. Wahnsinn! Und hier gehen die zwei schon mal vor mir. Reißen hier schon mal die Spur hoch. Da unten, wo wir stehen, da habe ich gerade eben noch mal aufgefällt. Wenn jetzt hier die Spur hochgelaufen und jetzt hier weiter. Aha. Da drüben sieht man noch mal schön die Abflussvariante. Ja, vorne die Grünsteinscharte. Und dann geht es hier direkt raus, hier runter und nach unten. Ja, hier sieht man schon, die Spur geht hier hoch. Und da auf der rechten Seite, rechts in dem kleinen Felsen, ist auch schon das hintere Turn, hintere Teil der Turn. Wirklich ein Traum heute. So schön. Wenn ich das mal hier anschaue, überall kommen die Steine durch. Viel Schnee scheint nicht zu liegen hier. Ein Traum heute hier. Wirklich. Schaut euch das mal an. Ist wirklich sehr schick. Ja, man sieht's. Hier der hintere Teierkopf, der Übergang ist ziemlich abgeblasen. Da liegt nicht viel Schnee. Ich denke, ich will rübergehen zum hinteren Teierturm. Weiter geht's. Sogar die Wegweiser, die schauen nach aus. Ja, da laufen sie alle. Ja. Ja, und hier haben wir auch schon das hintere Thaya-Tal direkt vor uns. Hier sieht man jetzt schön die Leute, die rüberqueren, die aus der Scharte direkt abfahren und rüberqueren. Vorne sieht man einen Hund laufen. Da ist der Anfeldplatz. Und dann geht es hier ganz sanft wieder nach oben. Jetzt geht es weiter ins Brendeltal und dann ins Skigebiet. Also Leute, ich habe selten so was Geiles erlebt wie das hier. Also das ist echt der Hammer hier.
muss wirklich sagen, die Grünsteinumfahrung ist ein absoluter Schmankerl. Also wer es noch nicht gemacht hat, sollte es unbedingt tun. So, weiter geht's. Also wenn ihr an der kleinen Hütte angekommen seid, ihr kommt von der Richtung, dann seid ihr wieder auf dem Ziehweg bzw. auf der Loipe hier und dann geht es einfach nur hier wieder zurück ins Skigebiet. Ja, die Loipe zieht sich, man muss doch noch ein Stückchen laufen, um ins Skigebiet zu kommen. Also mein Fazit zur Grünsteinumrundung. Es ist wirklich eine sehr schöne Tour. Also wer sie noch nicht gemacht hat, sollte sie unbedingt machen. Wichtig ist auf die Verhältnisse zu achten. Natürlich Lawinenwarnstufe ist entscheidend, aber auch es ist ein Unterschied, ob wirklich Pulverschnee liegt oder ob es hart ist. Also schaut, dass ihr Pulverschnee habt, wenn ihr die Tour macht. Ansonsten es ist orientierungsmäßig ist es nicht schwer. Meistens ist eine Spur angelegt. Man kann auch dem Weg folgen, also dem Wanderweg, sich orientieren dran. Schade war eigentlich auch nicht schwer zu fahren. Es war genügend Schnee drin. Oben ist ein bisschen verblasen, aber das macht nichts. Dann trägt man halt die Schienen ein Stück runter und dann geht es auch recht gut. Ja, ich fahre jetzt das Skigebiet noch runter. Unten wartet hoffentlich der Bus auf mich. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Vielleicht lasst ihr auch ein Abo da. Bleibt mir nur noch Servus zu sagen und bis zum nächsten Mal. Also macht's gut. Ciao.